Trotzdem bereue ich es keineswegs, dort 4 Jahre gewesen zu sein. Ich bin, stehe immer noch positiv dazu. Und es ist ja kein Zufall. Ich habe es jetzt aufgegeben, einfach wegen Alter, nicht wegen irgendeines Streites, sondern wegen Alter. Aber ich bin viele Jahre lang noch im Internatsrat gewesen und habe die Schule oft besucht. Nicht wahr? Und, es hat nie aufgehört, mich zu interessieren. Es ist jetzt, dass ich allmählich solchen ehemals geliebten Ballast abwerfe. Nicht wahr? Das entspricht meinem Alter jetzt. Würden Sie denn sagen, dass junge Menschen durch dieses Erziehungsprinzip, zu dem eben auch in gewissem Maße Verdrängung der Sexualität zum Beispiel gehörte, Das dürfte heute nicht mehr der dass Fall junge sein, Menschen damals Schaden genommen haben? Ich glaube, Hahn hatte so die Idee, dass man die Pubertät einfach überspringen ja, und das war ein könnte. Fehler. Das war wirklich ein Fehler. Das führte zur Heuchelei und es war ein Fehler. Aber das war ein Fehler, der sich durch einen anderen Schulleiter sehr schnell und sehr leicht abstellen ließ. Und das ist ohne Zweifel längst geschehen. Längst, längst geschehen, schon in den Film, schon in den, als Salem nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eröffnet wurde, nicht wahr, hatte man gleich Schulleiter, die das anders machten. Nicht wahr? Das ist gar keine Frage. Das waren Fehler, die sich sehr leicht eliminieren ließen, ohne doch das eigentliche Gebäude zu zerstören. Nicht? Jede Doktrin, glaube ich, ist Ihnen zutiefst zuwider. Und das ist eben auch ein Ergebnis vielleicht einer tief verwurzelten Fairness, eines ständigen Abwägens der Standpunkte. Das zeichnet Sie aus, diese Ideologie der Ideologielosigkeit. Stammt das auch aus der Salemer Zeit oder hat sich das dann später vielleicht noch tiefer in Sie eingegraben? Ja, Dieser Widerwillen gegen alle ich sehe, Ideologien. was Sie meinen. Ich würde es aber nicht Ideologie der Ideologielosigkeit nennen. Das wäre ja auch wieder eine Ideologie, nicht? Ich bin instinktiv gegen jede Ideologie und gegen jedes Wort auf Ismus, die meistens aus anderen Jahrhunderten kommen und heute ganz einfach veraltet sind, nicht wahr? Ich bin ganz dagegen, dass man die Nazis Faschisten nennt. Es gab nur einen Faschismus und den gab es in Italien von 1922 bis 1943, nicht wahr? Alles andere war etwas anderes. Franco-Spanien war nicht Faschismus und Hitler war unvergleichlich schlimmer. Das kann man überhaupt nicht. Man beleidigt die Italiener, wenn man die deutschen Nazis Faschisten nennt, nicht wahr? Mussolini hat einen Politiker ermorden lassen. Er hat ihn nicht einmal ermorden lassen, aber er hat den Mord gedeckt. Matteotti. Wenn man die Politiker zählen wollte, die Hitler allein in Deutschland ermorden ließ, würde man doch verrückt werden, nicht? Also das kann man doch gar nicht vergleichen, nicht? Ich ärgere mich immer. Es gibt in München doch einen Platz, nicht wahr? Platz der Opfer des Faschismus. Ja. Lächerlich, ein lächerlicher Name, nicht wahr? Sie haben sich Politikern, die ein wirklich unabhängiges Urteil suchten und nicht eigentlich nur ein Gutachten für ihre Sache aus ihrem eigenen Lager haben wollten, eigentlich immer gerne zur Verfügung gestellt. Aber begonnen hat das von der anderen Seite aus gesehen, glaube ich, doch erst bei Willy Brandt. Ja, Adenauer kannte sie nein, vermutlich zu wenig. Adenauer konnte mich gar nicht kennen. Adenauer habe ich erst, er hat mich eingeladen aufgrund einer Besprechung des ersten Bandes seiner Erinnerungen, die ich in der Zeit hatte. Das hat seine sehr liebenswürdige Sekretärin Anneliese Popinga getan. Die hat ihm diese Besprechung gezeigt und davon war er sehr angenehm berührt, nicht wahr? Und daraufhin hat er mich eingeladen zum Tee nach Cadenabbia und dann blieb ich bis zum nächsten Mittag. Er ließ mich einfach nicht los, dieser ist mir unvergesslich, nicht mehr. Und ich muss sagen, ich mochte ihn furchtbar gerne. Worüber sprachen Sie?
Ach, über seine ganze Kanzlerschaft und da, über die, da, ich meine, er fing da alles an, er regierte das Gespräch, nicht wahr? Und sprach auch meistens selber, aber manchmal konnte ich doch auch wenigstens eine Frage anfügen, manchmal auch einen leisen Zweifel, nicht wahr? Warum er im letzten Augenblick die Bundespräsidentschaft abgelehnt hat und doch noch Bundeskanzler bleiben wollte und so weiter und so weiter. Das hat er mir alles erzählt. Hatten Sie das Gefühl, er wollte sich aussprechen? Er wollte sich aussprechen. Er war auch alleine. Er sagte, mit wem kann ich schon sprechen? Die Herren von der Fraktion, das ist doch nichts. Und ich dachte mir, die kommen jetzt auch nicht mehr. Seit er gar nichts mehr ist, seit er auch den Parteivorstand ja hatte niederlegen müssen, nicht mal so gar nichts mehr zu vergeben hatte, gar nichts mehr zu entscheiden hatte, war er den Politikern nicht mehr recht interessant. Er hatte noch ein Zimmer im Bundestag und war Ehrenvorsitzender aller Kommissionen der Fraktion, aber sie haben sich nicht mehr um ihn gekümmert. Nicht. Das wusste er auch. Nicht wahr, wenn er beschreibt, warum er ehemalige mehr oder weniger Nazis, die aber keinerlei Verbrechen begangen hatten, brauchte, Verwandte, da mir die Schwäche der menschlichen Natur bekannt ist. Er war im Grunde ein, ich will nicht sagen ein Pessimist, aber doch mit pessimistischem, skeptischem Einschlag. Er hat die Menschen gründlich kennengelernt, nicht wahr? In seiner ersten großen Zeit als Oberbürgermeister von Köln, der ja sehr schöpferisch war, nicht wahr? Und dann der Absturz und wie niemand mehr etwas von ihm wissen wollte, nicht wahr? War er enttäuscht von den Menschen? Ja, natürlich. Aber seitdem hat er sie gekannt und sich keine Illusionen mehr gemacht, nicht wahr? Nicht über die Menschen im Allgemeinen und über die Deutschen auch nicht, nicht wahr? Das sagt er mir, die Deutschen, eine sonderbare Gesellschaft. Ich möchte sie nicht als Nachbarn haben. Das meint er auch wieder nicht so ernst, nicht? Aber es war schon in ihm etwas dieser Art, nicht wahr? Daher eben der Wunsch, die Deutschen möglichst fest einzubinden in das westliche Bündnis, nicht wahr? Und konnten Sie diesen Wunsch verstehen? Sehr. Haben Sie ihn bestärkt in dieser Ansicht? Ja, so geschwächt sicher nicht. Ja, ja, ja. Die Kanzler, die nach Adenauer kamen, wollten die von Ihnen? Nein. Ratschläge haben? Kiesinger kannte mich, denn ich war ein paar Jahre in Stuttgart Professor gewesen, als er dort Ministerpräsident war und habe mich auch ein paar Mal eingeladen und er hätte mich ja als Bundeskanzler zu Rate ziehen können. Ich habe mich sogar in einer holländischen Zeitung für ihn eingesetzt und geschrieben, dass PG zu sein für einen ehrgeizigen jungen Mann damals unvermeidlich war, weiter nichts bedeutete. Nicht? Ohne das konnte er praktisch keinen Beruf ergreifen. Nicht? Ich habe ihn also verteidigt, nicht mehr, mit dreiviertel gutem Gewissen. Aber er hat nichts von mir wissen wollen. Ja, aufdrängen tue ich mich nie. Nicht mehr. Brandt war der Erste, der etwas von mir wollte. Nur aus diesem Grunde. Nicht? Außerdem war ich seit 1949 der Überzeugung, dass die neue Bundesrepublik, was man die Resultate des Zweiten Weltkriegs nennt, anerkennen musste. Musste, nicht mal. Aus sehr wohlerwogenen Gründen, nicht einfach aus Eigensinn oder Schadenfreude, gar nicht, sondern ich wusste, warum es unvermeidlich war. Vielleicht, was konkret wollte Brandt von Ihnen wissen? Wer mich zuerst eingeladen hat, war nicht Brandt, sondern seine Gehilfe aus Berliner Zeiten, damals Botschafter Egon Bahr, der lud mich ein aufgrund eines Artikels, den ich hier in einer Zeitung geschrieben hatte, über den Zusammenbruch da in der Tschechoslowakei, das Ende des Prager Frühlings, die russische Invasion, nicht wahr? Und die ich als sehr pessimistisch beurteilte. Brandt war aber damals optimistisch, nicht wahr? War Außenminister. Und Bahr brachte mich dann zu ihm, hatte den Artikel gelesen und sagte mir, er fände ihn etwas zu tragisch, nicht wahr? Weil er eben damals sich Hoffnungen machte auf einen endgültigen Frieden mit der Sowjetunion, nicht mehr. Aber da er das tat, was im Grunde doch die große Koalition hätte tun sollen, nämlich die Ostverträge und die Anerkennung
den Grundvertrag mit der DDR, nicht wahr? Genau das hätte die Große Koalition tun sollen. Dann hätte keine Partei sich den Ruhm stehlen können, der doch ein sehr zweifelhafter Ruhm eigentlich war, und keine Partei hätte der anderen einen Vorwurf machen können. Aber Kiesinger wollte ja nicht. Er konnte nicht weitergehen, als einzugestehen, dass da drüben ein Gebilde oder ein Phänomen entstanden sei. Privat ihm sagte er, als Jurist weiß ich sehr wohl, was zu einem Staat gehört und dass dieser Staat alles hat, was zu einem Staat gehört. Aber laut wollte er das eben nicht zugeben. Gott allein weiß warum nicht mehr. Ideologie. Ja. Und Brandt hat das getan und da habe ich ihm so gut geholfen wie ich. Sobald er das getan hatte, war er fertig, nicht wahr? Dann sagt er völlig ab und er ist durch eine Verschwörung gestürzt worden, davon bin ich fest überzeugt, durch eine Verschwörung, nicht wahr? Denn bis man mir nicht sagt, warum ein Mitarbeiter, der schon unter schwerem Verdacht der Spionage stand, der schon beobachtet wurde, nicht wahr, als einziger mit ihm da nach Norwegen in die Ferien geschickt wurde. Solange man mir das nicht erklären kann, glaube ich, dass da eine Verschwörung gegen ihn im Spiel war, um ihn loszuwerden, ja. Nicht wahr? Und da hatte man ganz recht, denn die nächsten Wahlen wären katastrophal gegen die SPD ausgefallen, wenn das so weitergegangen wäre, mit ihm nicht mehr. Helmut Schmidt hat dann die Lage noch einmal gerettet, nicht? Nur er konnte das nicht. Aber wie kam es wirklich zum Bruch zwischen Ihnen und Brandt? Was missfiel Ihnen? Sie haben es ja dann sehr deutlich gesagt, Sie haben ja auch öffentlich gegen ihn eingesetzt. Er wurde dann messianisch. Er bildete sich ein, der Messias zu sein, der den endgültigen Frieden mir nichts, dir nichts schaffen könnte. Und das ging mir viel zu weit. Dazu bin ich dann wieder zu realistisch und zu pessimistisch, nicht wahr? Wobei das natürlich, ob er es nun wollte oder nicht, auch ein sich losmachen von der westlichen Einbindung bedeutet hätte, nicht wahr? Und da bin ich auch heute noch ganz entschieden dagegen, nicht wahr? Aber wir gelegentlich begrüßen wir uns noch oder wechseln Telegramme. Also wir sind nicht Feinde geworden, das kann ich nicht sagen. Aber Freunde sind wir auch nicht mehr. Freunde waren wir nie. Ich habe ihm nur ein bisschen geholfen. Ich habe ihm beim Machen von ein paar Reden geholfen und das war alles. Ich muss sagen, dass er bei diesen Gelegenheiten immer sehr würdig war. Aber über seine Umgebung musste ich mich nur wundern. Ich habe das Ihnen auch gesagt, etwas also scherzhaft, aber nicht scherzhaft. Ich hätte mir eine solche Versammlung doch würdiger vorgestellt, wie sie sind. Unmittelbare Umgebung. Ja, da herrschte ein Zynismus. Und jemand, der überhaupt öfters gar nicht begriff, um was es ging, was aber jeder Schüler hätte begreifen können, war der erzgescheite Professor Ehmke. Ich erzähle Ihnen das, ja. Dem musste man Dinge dreimal erklären, bis er sie verstand. Aber das waren also höchst oberflächliche Erfahrungen, die mich etwas amüsiert haben. Hat das mit dieser Raumstation Bonn zu tun, mit diesem Abgehobensein, das ja heute wahrscheinlich nicht anders ist als damals? Wahrscheinlich nicht, nein. Ich weiß es nicht, ob es in anderen Fraktionsvorständen ebenso zugeht, nicht wahr? Aber dort, wie ich sage, war es ganz entschieden zynisch. Wobei ich noch einmal betone, dass Brandt an der Spitze immer ein wenig feierlich blieb. Er war sich seiner Würde doch als Regierungschef bewusster.